Hey und schön, dass du dabei bist. In diesem Video zeige ich dir meine 10 besten Effekte in After Effects. Fangen wir direkt an mit dem ersten Effekt, und zwar Verlauf. Dafür brauchen wir eine Farbfläche. Hier neben der Zeitleiste einen Rechtsklick auf Neu und Farbfläche. Die Farbe spielt hier keine Rolle. Und den Effekt finden wir hier im Effektreiter unter Generieren. Der Verlaufseffekt eignet sich perfekt, um einen Hintergrundverlauf zu erstellen. Hier ist der Standard-Hintergrundverlauf zu sehen. Wir können hier die Anfangs- und die Endfarbe beliebig anpassen und auch die Verlaufsform von linear auf kreisförmig wechseln. Der zweite Effekt ist eine Vignette. Dafür brauche ich wieder eine Farbfläche. Gehe hier unter Effekte, Stilisieren, wähle CC Vignette. Damit können wir eine Vignette erzeugen. Wir können den Effekteinstellungen natürlich den Wert auch noch erhöhen und somit einen Rand um das Bild oder einer Komposition setzen. Der nächste Effekt ist Force Motion Blur. Dafür habe ich mir ein Logo in die Komposition geladen. Den Effekt finden wir wieder unter Effekte, Zeit und CC Motion Blur. Dieser Effekt fügt Bewegungsunschärfe zu bewegten Objekten hinzu. Und dieser Effekt funktioniert selbst bei vorgerenderten Projekten, bei denen man das normale Motion Blur nicht mehr anwenden kann. Der nächste Effekt ist der Fill-Effekt. Dafür habe ich mir einmal einen Text erstellt, wähle diesen Text einmal aus, gehe hier unter Effekte, unter Generieren und suche mir einmal Maske Füllen. Dieser Effekt erlaubt uns, die Farbe von einem kompletten Objekt zu ändern. In den Effekteinstellungen müssen wir hier nur unter Farbe eine beliebige Farbe auswählen und können sie direkt ändern. Der fünfte Effekt ist der Schlagschatten-Effekt, auch als Drop-Shadow-Effekt bekannt. Dafür wähle ich wieder meinen Text aus, gehe unter Effekte, Perspektive und wähle hier den Schlagschatten aus. In den Effekteinstellungen können wir hier die Richtung sowie die Entfernung und die Deckkraft ändern und somit einen Schlagschatten erstellen. Dieser Effekt eignet sich sehr gut, um Objekte vom Hintergrund hervorzuheben. Unser nächster Effekt ist ein sehr beliebter Effekt, und zwar der Glow-Effekt, auf Deutsch Leuchten. Diesen finden wir hier unter Effekte, Stilisieren, Leuchten. Hier sehen wir direkt den Unterschied. Damit können wir eben Dinge leuchten lassen. Wir können hier in den Effekteinstellungen mit dem Schwellenwert, dem Radius und der Intensität spielen. Der nächste Effekt, den ich euch zeigen will, ist der Light Sweep Effekt. Diesen finden wir unter Effekte, Generieren, CC Light Sweep. Hier haben wir dann einen Center Point, der uns erlaubt, eben diesen Lichtschein zu animieren. Ich kann hier meinen Center Point links vom Text starten lassen. Ein Keyframe für den Center erstellen, in der Zeitleiste etwas nach vorne gehen und den Center Point wieder verändern. Dieser Effekt wird gerne für Logos oder Titel verwendet. Zudem können wir natürlich die Richtung und viele weitere Eigenschaften anpassen. Kommen wir zu meinem achten Effekt, den Gaußschen Weichzeichner. Diesen wende ich einmal auf dieses Bild an. Dafür gehe ich hier unter Effekte, Weich und Scharf zeichnen und finde hier den Gaußschen Weichzeichner. In den Effekteinstellungen können wir hier den Weichzeichnungswert erhöhen und sehen direkt, dass wir das Bild hier unscharf machen können. Mit diesem Effekt können wir eben den Fokus ändern und ist in meinen Augen auch der beste Weichzeichner, da er am wenigsten Rechenleistung benötigt. Der nächste Effekt ist Motion Tile. Dafür gehe ich wieder unter Effekte, unter Stilisieren, Motion Tile. Diesen können wir verwenden, wenn wir eine Diashow mit Bilder, eine Transition oder die Grenzen eines Objekts erweitern wollen. Wenn wir hier in den Effekteinstellungen den Mittelpunkt verändern, sehen wir direkt, was ich meine. Diesen Effekt können wir natürlich auch wieder mit Keyframes animieren. Kommen wir zu meinem letzten Effekt. Diesen finden wir wieder unter Effekte, Verzerrung, CC Lens. Der CC Lens Effekt lässt uns das Bild zu einer Kugel verzerren. Das lässt sich auch super animieren, wenn wir hier die Größe verändern.
Wir können hier ein Keyframe für die Size erstellen, in der Zeitleiste weiter nach vorne gehen und dann den Wert verändern. Und ich finde, dieser Effekt sieht einfach super nice aus. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euer Lieblingseffekt ist.